Willkommen zum nächsten Objektorientierungsvideo der Berufsschule 7. Wir sind noch bei der Objektorientierung, wie gesagt, und diesmal soll es um die abstrakten Klassen gehen. Was ist das? Wofür brauchen wir es? Was können Sie und was können Sie nicht? Zielgruppe sind Fachinformatiker 11., 12. Klasse und wie immer alle Interessierten. Wir sind wieder beim altbekannten Klassendiagramm von unserer Beispielimplementierung jetzt hier wieder ohne das 2D-Objekt dazwischen. Und was wir wissen, das haben wir bei der Beispielimplementierung ja schon festgehalten, ist, dass diese beiden Methoden auf der Ebene nicht umsetzbar sind. Ja, wir wissen nicht, ob wir jetzt hier an der Stelle Radius mal Pi oder Breite im Quadrat für die Fläche benötigen. Oder für den Umfang wissen wir nicht, ob es jetzt zweimal Radius Pi oder viermal die Breite des Quadrats ist. Weil wir wissen nicht, ob es ein Quadrat oder ein Kreis ist. Der Grund, warum wir diese Methoden hier überhaupt hinterlegt haben, war ja, dass wir das Kreis- und das Quadratobjekt in die Variable Geoobjekte reinlegen wollten, um von außen drauf zugreifen zu können auf eben diese Methoden. So, das heißt, die Existenz dieser beiden Methoden ist nur erklärbar durch den Wunsch, das über die Klassenvariable zu nutzen, nicht aber durch eine Instanzierung. Hier unten haben wir gesagt, können wir das Ganze umsetzen und weil wir eben wissen, ob es sich um einen Kreis oder um ein Quadrat handelt. Gut, das Ganze gucken wir uns mal im Code an. Wir beginnen jetzt beim Geo-Objekt und schauen mal runter zu der Implementierung dieser Methoden. Wir sehen hier noch aus unserer Beispielimplementierung, dass die Flächen- und Umfangsberechnung einfach ein leerer Methodenrumpf ist. Und vielleicht ist es dem einen oder anderen damals schon gekommen, das ist nicht wirklich schön. Also so sollte man es eigentlich nicht programmieren, weil einfach einen leeren Rumpf zu hinterlassen, das wirft mehr Fragen als Antworten auf. Die Umsetzung haben wir jetzt beispielsweise im Quadrat. Und hier sehen wir jetzt hier unten die ja, sinnvolle Logik für die Berechnung der Fläche, Breite im Quadrat oder Umfang viermal die Breite. Gleiches gilt für den Kreis. Wenn wir hier mal runtergehen, dann sehen wir hier die Flächenberechnung über Radius mal Pi oder eben die zweimal Radius Pi Umfangberechnung. Okay, das ist momentan die Situation. Die Frage ist jetzt aber, geht es nicht schöner? Ja, also können wir auf diesen leeren Methodenrumpf irgendwie verzichten, weil das, wie gesagt, das ist nicht sauber, weil wir sagen eigentlich hier dem Leser unseres Codes, die Flächenberechnung, die brauche ich nicht. Das ist aber falsch. Die Aussage ist, die Flächenberechnung, die kann ich hier nicht. Das ist die korrekte Aussage. Und es gibt tatsächlich jetzt eben mit Hilfe von diesem Schlüsselwort abstrakt die Möglichkeit, das zu hinterlegen. Und dazu nehmen wir einfach den Rumpf raus. Und hier kommt jetzt dieses neue Schlüsselwort abstract ins Spiel. Wir sagen jetzt hier bei den Methoden abstract public void calc Fläche, Klammer auf, Klammer zu und dann Semikolon. Das heißt, der Rumpf ist rausgeflogen und das Einzige, was wir hier jetzt nur noch sehen, ist die Signatur. Es gibt sonst keine Informationen mehr. Und das indiziert jetzt dem Leser unseres Codes, dass er sagt, aha, an der Stelle möchte eben der oder kann der Programmierer die Fläche gar nicht berechnen. Er möchte aber die Signatur dieser Methode in der Instanzvariablen dann, Variablen dann drin haben, wo dann später das Objekt dann landet. Dort möchte er diese Methode im Zugriff haben. Das ist genau das, was wir bei der Beispielimplementierung ja auch im Detail gesehen haben, dass wir eine Unterscheidung zwischen diese Klassenvariable haben, wo eben das Objekt drinsteckt, und der Instanzierungsklasse. Und hier haben wir eben genau die Situation, dass wir sagen, es soll in der Variable zwar da sein, aber in der Instanz von dieser Klasse kann ich es nicht brauchen, weil ich schlichtweg nicht weiß, wie es an der Stelle durchzuführen ist. Im Diagramm, also im Klassendiagramm, steht das Ganze dann einfach kursiv drin, aber dazu gibt es ja dann noch mein eigenes Video zum Thema Klassendiagrammdarstellung. So, jetzt müssen wir nochmal überlegen, was heißt das denn jetzt eigentlich? Wir haben ja gesagt, dass eine Klasse eigentlich nichts anderes ist wie ein Plan.
Jetzt gehen wir mal davon aus, Sie haben hier einen Plan und der Plan soll jetzt für eine Bauunternehmung dazu dienen, ein Haus zu bauen. Jetzt haben wir aber eine Implementierung unmöglich gemacht. Wir haben nämlich ein Implementierungsdetail nicht angegeben. Das habe ich jetzt hier einfach so gemacht. Ich sage einfach die Größe der, keine Ahnung, sagen wir mal, das soll die Küche sein. Die Größe der Küche kann der Kunde nach eigenem Wunsch festlegen. Wenn ich diesen Plan jetzt einem Bauunternehmer in die Hand drücke, dann weiß der nicht, wie er dieses Haus bauen soll, weil es fehlen Angaben dazu. Und das heißt, unser Plan ist jetzt streng genommen kein Plan mehr, sondern er ist eine Planvorlage für andere Pläne. Das heißt, ich kann jetzt diesen Plan kopieren und diese Details dann näher spezifizieren. Ja? Und aus diesem To be defined mache ich dann einfach sinnvolle Größenangaben. Und genau das ist auch eine abstrakte Klasse. Ich kann eine abstrakte Klasse nicht instanziieren. Ich kann da gar keinen Plan draus machen, weil etwas Detailliertes fehlt oder ein Detail fehlt. Das heißt, eine abstrakte Klasse ist wie eine normale Klasse, nur dass halt irgendwas fehlt. So, und wie markiere ich das Ganze jetzt? Neben der Abstraktinformation auf der Methodenebene muss ich jetzt hier oben bei der Klasse auch hinterlegen, dass ich diese Klasse gar nicht instanziieren kann, weil unten bei den Methoden einfach eine Angabe fehlt. Und das Ganze läuft dann hier auch mit dem Schlüsselwort Abstract. Und das trägt man dann üblicherweise auch hier oben bei dem UML-Klassendiagramm ein. So, das heißt, wenn jetzt jemand diese Klasse nimmt und guckt sich den Code an, weiß er, aha, aus dieser Klasse kann ich kein Objekt machen, sie ist abstrakt, sie ist kein Plan, sondern sie ist eine Planvorlage. Und ich kann sie nicht instanziieren. Wenn ich im Hauptprogramm jetzt versuchen würde zu schreiben, new Geo-Objekt, dann würde das nicht funktionieren, weil der Compiler würde sagen, Moment, ist eine abstrakte Klasse, die kann ich gar nicht instanziieren. Jetzt ist die Frage, warum muss ich das hier oben auch noch zusätzlich reinschreiben? Und die Argumentation geht eigentlich eher genau andersrum. Man verhindert mit diesem Schlüsselwort Abstract hier auf Klassenebene, dass die Klasse instanziert werden kann. Und dann kann ich, wenn ich will, auch noch abstrakte Methoden hinterlegen. Ja? Muss ich aber nicht. Also sobald hier oben in der Klassendefinition Abstract drin steht, kann ich das Ding nicht instanziieren. Geht nicht mehr. Ja? Auf der anderen Seite, wenn mindestens eine Methode abstract ist, dann muss die ganze Klasse abstrakt sein, weil halt für die Instanzierung eine we wesentliche Information fehlt. Wie beim Plan, wo halt das Master Küche fehlt, kann ich das Haus nicht bauen. Gehen wir nochmal kurz über die einzelnen Details. Also, eine abstrakte Methode ist eine Methode, die gar keinen Methodenrumpf hat. Ja, ich kann sozusagen den Rumpf einfach weglassen, weil auch ich auf dieser Ebene keine Implementierungsdetails vorhalten kann. Und das mache ich einfach dann, wenn ich sozusagen in der Elternklasse die Methode zwar in der Variable drin haben möchte, aber es schlichtweg nicht instanzierbar ist, dass die sozusagen die Variable die Methoden ausschließlich für die Kinder dann nach außen weitergeben soll. Dann haben wir gesagt, eine Klasse, die mindestens eine abstrakte Methode hat, auch abstrakt sein muss, ja, also weil eben Implementierungsdetails fehlen. Dann abstrakte Klassen können nicht instanziiert werden und das bedeutet, dass ich kein Objekt aus der Klasse bauen kann. Und da reicht es, dass nur in der Klassendefinition oben Abstract steht. Alle Methoden, die können auch nicht abstrakt sein. Sobald oben im Kopf steht Abstract Class, geht es nicht mehr. Abstrakte Klassen dürfen aber im Prinzip alles das haben, was auch eine normale Klasse hat. Ja? Sie dürfen ganz normale Konstruktoren haben, sie dürfen Methoden haben, sie dürfen abstrakte oder Methoden mit Implementierung haben und sie dürfen Eigenschaften und Konstanten haben. Das wird sie dann unterscheiden von dem, was wir beim nächsten Mal uns anschauen werden, nämlich das Interface. Dort dürfen eben keine implementierten Methoden drin sein. Ja? Und dementsprechend kann man hier nochmal eine klare Unterscheidung machen. Aber im Prinzip ist wichtig, und
Das Bild hilft eigentlich ganz gut weiter, dass eine abstrakte Klasse nichts anderes ist wie so eine Vorgabe, eine Vorlage für einen Plan, ein Template, wenn man so haben möchte. Und damit, glaube ich, kommt man am allermeisten oder am allerweitesten. Und in unserer Beispielimplementierung sind eben die ganzen Elternklassen nicht sinnvoll instanzierbar, weil eben die Flächen- und die Umfangsberechnung nicht möglich ist. Das ist erst bei den Kindern möglich. Und insofern haben wir da dann quasi den Schluss oder den Bogen geschlossen zu unserer Beispielimplementierung. Ja, das war jetzt das Wesentliche zu dem ganzen Thema Objektorientierung. Es werden noch so ein vereinzelten paar Videos dazu kommen, beispielsweise das Interface werde ich noch besprechen, wobei das jetzt einfach so ein Add-on ist. Also das Wesentliche jetzt für das Erzeugen von Klassen und das Arbeiten mit Klassen, das haben wir jetzt hier sozusagen durchgekaut und ich glaube, damit ist jeder einigermaßen gut gerüstet, um eben objektorientiert zu programmieren. Ja, dann war es bis dahin und wie immer dranbleiben bis zum nächsten Video.